Herzlich willkommen zur zweiten Runde des Hessen-Pokals. Gruppenliga Neuling Johannesberg trifft auf Verbandsligist Hünfelder SV. Da der Platz in Johannesberg durch Zaunarbeiten nicht bespielbar ist, musste die Partie kurzerhand in das städtische Stadion verlegt werden. Ein Klassenunterschied ist hier zu keiner Zeit zu erkennen. Beide Teams erarbeiten sich zahlreiche Chancen. Hofacker verhindert gleich zu Beginn die Führung für den Verbandsligisten in Weiß. Doch in der 21. Minute klingelt es zum ersten Mal im Kasten von Johannesburg. Wald kann nicht ausreichend klären, Budenz kann den Ball mit der Brust annehmen, Brilski wirft sich in den Schuss, aber im zweiten Anlauf macht es Budenz dann besser und bringt sein Team mit 1:0 in Führung. Die Johannesberger lassen die Köpfe nicht hängen und drängen auf den Ausgleich. Osman Özlük fehlt nur noch das Quäntchen Glück im Abschluss, knapp am Tor vorbei. Der Gruppenligist startet fulminant in die zweite Hälfte. Sebastian Ernst im Kasten sieht nach dem Freistoß nicht gut aus, Dächern zum ersten und zum zweiten. Der mittlerweile verdiente Ausgleich für das Team von Oliver Stark. Vom Tor beflügelt erleben die Zuschauer eine wahre Sturm- und Drangphase der Johannesberger. Özlük ist auf und davon, doch auch diese Chance vergibt der Neuzugang vom TSV Lenz gekommen kläglich. Weiterhin ist der Außenseiter am Drücker. Hünfeld gelingt nach vorne nicht mehr viel. Robin Klemann bekommt nicht genug Druck hinter den Ball und es bleibt beim 1:1. Es geht in die Verlängerung. Beide Trainer versuchen ihre Männer auf weitere 30 Minuten einzustellen und zu motivieren. Doch so langsam scheinen die Kräfte der so leidenschaftlich aufspielenden Mann in Rot zu schwinden. Hünfeld nutzt das eiskalt aus, Sebastian Alles sucht Maurus Klüber und der erhöht zum 2:1. Die Messe ist noch nicht gelesen. Ein letztes Aufbäumen. Wieder ist es Osman Özlük, der eine Wahnsinnsgelegenheit auf dem Fuß hat und wieder fehlen ihm ein paar Zentimeter zum Torerfolg. Stattdessen macht der HSV in der zweiten Hälfte der Verlängerung alles klar. Niklas Wahl beackert den Rasen über rechts. Tarek Belahabi signalisiert ihm abzuspielen. Der lässt Wiesner aussteigen und vollstreckt zum 3:1 Endstand. Johannesberg liefert eine bemerkenswerte Partie gegen den Verbandsligisten ab und wird am Ende für die Leistung nicht belohnt. Der Hünfelder SV nutzt seine wenigen Chancen und steht in der nächsten Runde des Hessenpokals. Wir haben die Stimmen zum Spiel. Ja, also wir haben heute vor einer tollen Kulisse, vielleicht ein bisschen zu wenig Leute, aber ich fand es trotzdem schön. Viele Johannesberger, ich glaube der ganze Ort war hier gespielt, an einer tollen Stätte. Ich erinnere mich an meine alten Zeiten zurück. Da juckt es auch ein bisschen, hier wieder aufzulaufen. Also wir haben heute gegen Hünfelder Mannschaft verloren, die, glaube ich, kein bisschen besser war, die aber kaltschnäuziger und cleverer war. Und da hat man dann doch die Erfahrung gemerkt, die Mannschaft schon mitgebracht hat. Da müssen wir ganz einfach noch ein bisschen lernen, aber dafür sind solche Spiele auch da. Aber grundsätzlich kann man hier eins als Fazit ziehen. Ich bin auf keinen Fall irgendwie negativ beeinflusst. Die Jungs haben heute dem Verein Ruhm und Ehre bewiesen und die können wirklich stolz auf sich sein, was sie hier 120 Minuten abgerufen haben. Wir hatten eine schlechte Phase in der ersten Halbzeit, in den ersten 25 Minuten, da sind wir nicht richtig ins Spiel reingekommen. Wir sind gut reingekommen in der zweiten Halbzeit sofort. Wir hatten wieder ein Blackout eigentlich in der ersten Hälfte der Verlängerung, während wir in der zweiten Halbzeit der Verlängerung dann auch wieder normal gespielt haben und wir haben sehr viel fürs Spiel investiert. Ich glaube, wir haben es ausgeglichen gestaltet. Ich hoffe, dass das Zusammenschnitt auch zeigen wird, ganz deutlich. Ich bin auf jeden Fall stolz auf die Truppe und die Jungs können auch stolz auf sich sein. Heute die nächste Runde mit dem blauen Auge erreicht. Ist es mit Sicherheit so gewesen, dass nach 90 Minuten, muss ich ehrlich eingestehen, Johannesberg der verdiente Sieger gewesen wäre, aufgrund der zweiten Hälfte, weil wir einfach nach einer halben Stunde aufgehört haben, Fußball zu spielen, keine Laufbereitschaft mehr hatten, keine Aggressivität mehr hatten, kein Zweikampfverhalten mehr hatten und aufgrund dessen, auch aufgrund der Torchancen, die Johannesberg hatte, hätte Johannesberg es absolut verdient gehabt, eine Runde weiterzukommen. Die Verlängerung war dann wieder, denke ich, ein Klassenunterschied sichtbar. Da sind meine Jungs wieder ein bisschen aufgewacht. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, kann man da natürlich nicht zufrieden sein mit dem Ergebnis im Endeffekt schon. Klar, jetzt sind wir eine Runde weiter, sind im Achtelfinale vom Hessenpokal, hoffen da natürlich auf ein gutes Los, am liebsten zu Hause. Und ja, die Jungs müssen einfach auch für die Saison mitnehmen, dass es nicht einfach so geht. Mehr Videos vom osthessischen Heimatfußball findest du in unserem Kanal.
Einfach auf die Videoboxen klicken oder unseren Channel abonnieren.